Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terraria. Ja, so springt man. Wir, oder ich, oder wer auch immer, haben erstmal keine Ahnung, was wir machen, weil ich mich gerade erstmal ganz kurzfristig dazu entschieden habe, Terraria aufzunehmen. Weil mir einfach gerade langweilig ist. Deswegen habe ich jetzt überhaupt keinen Plan, was ich jetzt mit euch vorhab. Ich könnte erkunden gehen, ich könnte in Höhlen gehen. Das waren so ziemlich alle Optionen, die mir jetzt bleiben. Oder ich baue mein Haus weiter aus. Ja, ich glaube, ich baue mein Haus weiter auf. Alter, wie viel Rückschuss hat das Schwert denn? Keine Ahnung. So. Dann wird das jetzt eine Hausbaufolge. Oder ich kann die Hausbaufolgen auch... Keine Ahnung. Eigentlich ist das Hausbauen hier in Terraria immer nicht gerade das Spannendste, aber man macht's halt. Bauen wir erstmal hier oben noch eine Etage drauf. Wie groß habe ich das nochmal immer gemacht? Immer drei Felder, oder? Ja. 1, 2, 3, 4. So, und dann halt noch eins weg für die Decke. Aber da komme ich jetzt gerade nicht dran. So. Also in so einem Fall ist der Greifhacke schon ziemlich nützlich. Zack, 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 zack. Alter, geht das schnell. Ja, Alter, es geht voll schnell, Alter. Warum ich das jetzt gemacht habe, weiß ich auch nicht. Okay, ich habe zwar gesagt, dass ich nicht mehr so viel mit Holz bauen möchte, aber... Naja, wenn man jetzt mit Holz da unten anfängt, kann ich ja nicht oben weniger Holz machen als unten. Das geht ja nicht. Und das Blöde ist, ich könnte jetzt mir hier Steinziegel machen, die haben aber keinen fließenden Übergang ins Holz. Das bedeutet, die Wände musste ich zumindest aus Holz machen, egal ob ich jetzt möchte oder nicht. Komm. Nein, nein. Na, toll. Ja, wie toll. Das hatte ich nicht bedacht. Okay. Das Problem werden wir später klären. Erstmal baue ich jetzt hier übrigens noch die Tür direkt. Eine Türrahmen. Ich möchte ja zwei Wohnungen draus machen. Da, weil da kann ich einfach mehr Leute wohnen. So, das mache ich mal direkt noch ein bisschen weiter zu. Dort klopfe ich ein paar Mal drauf, sodass das wieder so einen schönen Übergang da rein hat. Und dann geht's auf der Seite weiter. Ich kümmere mich jetzt erstmal hier um die Überschwemmung. Tja. Eigentlich müsste ich dadurch das Problem gelöst haben. Oder zumindest den Großteil des Problems behoben. Und das Wasser ist jetzt hier unten. Wieso hat sich jetzt die Musik so geändert? Ist es jetzt offiziell Nacht in diesem Spiel? Keine Ahnung. Wahrscheinlich. So, hier ist kein Wasser mehr. Das Wasser ist jetzt da unten. Dort kommen die Plattformen hin. Aber da muss ich später noch die Wand drüber packen. Das bedeutet, erstmal kann ich das lassen. So. Jetzt kann ich den Baum da erstmal fällen. Ich sehe es schon jetzt. Es wird eine sehr spannende Folge. Damit es nicht ganz so langweilig wird, mache ich das Ganze im Zeitraffer. Und zwar ab jetzt. Thank you.
So, das war's dann jetzt erstmal mit den beiden Wohnungen. Ich glaube, ich werde dann da später noch ein Haus draufsetzen, aber das kann ich jetzt erstmal nicht, weil mir das Holz ausgegangen ist. Oder, naja, ich habe halt nicht mehr genug Holz, um das noch zu machen. Das heißt, ich sortiere jetzt erstmal alles, was ich jetzt gerade nicht brauche, in die Kisten ein. Hier, so viel Dreck muss ich nicht mitnehmen. Die Holzwände brauche ich nicht. Die brauche ich nicht, die brauche ich nicht. Die kann ich gleich irgendwo einpflanzen. Ja, Heiltränke kann man nie genug haben. Und dann gehe ich mal raus, erkunden. Und wenn ich große Bäume finde, Holz fällen. Ich kann ja direkt mal sagen, was ich da noch vorhabe. Ich möchte einen Keller bauen. Ich möchte hier noch eine Tür reinbauen. Und ich möchte hier sozusagen nochmal so eine Wohnung, wie ich da auch so oft habe, auch noch hinsetzen. Mit einem kleinen Dach drauf. Sodass dann sozusagen dieser Teil unterirdisch ist, hier ein kleines Dach zu sehen ist und die Wand komplett hier zu sehen ist. Ich glaube, das dürfte mir alles klar dann sein. Ich hoffe mal, die Bauphase gerade war nicht allzu langweilig. Ich hoffe mal auch, dass alle damit zufrieden einverstanden sind, wenn ich die vorspule. Habe ich Geld dabei? Nur wenig, das geht ja noch. Oh, ein Stern. Wetten, jetzt wird es Tag, wenn ich versuche, den einzusammeln. Wow. Ich hab's mal geschafft, einen Stern einzusammeln. Alter, wie schnell ist... Ich glaube, es ist das gleiche, was ich schon immer benutzt habe. Es kommt mir gerade ziemlich schnell vor. Naja, ich habe irgendwie das Spiel sehr lange nicht mehr gespielt. Na gut, seit der letzten Aufnahme nicht mehr, aber da habe ich ja nicht wirklich gespielt eigentlich. Rüber, hoch und... Hopp, geht doch. So. Komm. Den habe ich gerade noch rechtzeitig eingesammelt. Komm her. Oder ne, es ist nicht Tag geworden. Ich will nur in die Korruption gehen. Oh. Kommt. Scheiße. Oh. Tja, das war nicht ganz so, wie ich es gehofft hatte. Wie viel Geld liegt da? 4 Silbercoins. Alter, wie viele Sterne hier sind. Kaum gehe ich mal weg, landen hier 10.000 Sterne. Ich könnte mir aus den Sternen mal was machen langsam. Wo habe ich mein Geld einsortiert? Geld nirgendwo einsortiert, glaube ich. Ah, ne, doch, in der Goldtruhe. Mhm. Ganz vergessen, dass ich da ja auch noch eine Truhe habe. So. Ehrlich gesagt, fühle ich mich in den Höhlen ein bisschen sicherer. Aber, was ich jetzt schon mal mache... So, 10 Stück brauche ich. Einen Mana-Kristall. Und einsetzen wir auch ganz schlau. Jetzt haben wir hier eine Mana-Anzeige. Davon kann ich insgesamt halt bis zu 10 Mana-Kristalle, also 200 Mana haben. Und die wird für Magiewaffen benötigt. Oder generell Magiesachen. Magie haben wir bis jetzt aber noch nicht. Das bedeutet, dass das uns im Moment noch nicht interessiert. So. Komm. Ich will da durch, ich will da durch, ich will da durch. Und sehe, dass da nichts ist. Okay, ich will zurück. Ich glaube, ich bleib doch erstmal in den Höhlen, bis ich eine bessere Rüstung habe. So. Dann gehen wir mal darüber. Diese Höhle hatte ich, glaube ich, schon komplett erkundet. Aber was ist denn das da vorne? Ist da noch irgendwas hinter? Keine Ahnung, ich grab mich einfach mal da hinten durch. Eigentlich ist es hier schwer, eine Höhle komplett zu erkunden, weil da immer noch was Neues kommt. Ja. Ach nee, das ist ja gar nicht die Höhle, ist die andere. Was haben wir hier? Nichts. Und noch eine zweite Höhle.
Zack, 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 zack. Also, irgendwie ist das Spiel weniger spannend, als ich erwartet hatte im Moment. Spannend wird es eigentlich erst, wenn man auch wirklich gut ist. Das bedeutet, es wird bei uns nie spannend werden. Oh, mir fällt gerade auf, man braucht ja das Holz auch, um Fackeln zu erstellen. Naja, das wird noch eine spaßige Angelegenheit, wenn uns die erstmal ausgehen. Und mit spaßig meine ich nicht spaßig. Und warum ich das sage, weiß ich überhaupt nicht. So, dann gehen wir mal da unten hin. Also, was ich hier für einen Scheiß kommentiere, ich meine, also gehen wir mal da unten hin. Ich glaube, das würde jeder aufmerksame Betrachter sofort sehen. Aber ich weiß nicht, was ich sonst labern soll. Komm, da hinten. Da unten ist der Eisen. Ich überlege gerade, was könnte ich noch sagen? Ich könnte eigentlich sagen, dass ich mir vielleicht demnächst mal eine Uhr mache. Dafür brauche ich Eisen und Kupfer, Gold, Silber oder Eisen. Wir werden Kupfer nehmen, weil ich davon einfach am meisten habe. Dann habe ich zwar eine Uhr, welche nur eine Stundenanzeige besitzt, aber ist es besser als gar keine Uhr. Und dann haben wir auch mal irgendwas, was wir hier in die Accessoires-Leiste setzen können. Oder wie das heißt, wie sage ich jetzt Accessoires? Accessoires gibt es bei Sims. Keine Ahnung. Und dann werde ich mir demnächst auch noch einen Kronleuchter für unsere Wohnung erstellen, damit wir da ein bisschen mehr Licht haben. Ich werde mir ein Bett machen, damit wir auch direkt in der Wohnung spawnen. Gut, es ist im Moment noch nicht so schlimm, weil wir ja im Prinzip direkt neben dem Spawn wohnen, aber sonst, naja. Ich fahre mich mal hier hin und lasse die Qualle raus.